Hey, liebst du auch die Süße des Lebens? Da reden wir dann gleich nochmal drüber. Sei mir ganz herzlich gegrüßt zu unserem nächsten Video mit den Organlebensmusiken und wir grüßen gemeinsam wieder ins Allgäu unseren lieben Otto Lichtner. Hallo alle zusammen hier aus dem Allgäu, genau. Ja, kalt ist bei euch gerade, ne? Jo, ganz schön. Ganz schön kalt, ja, genau. Der April, der macht, was er will. Wir hatten auch hier Schneeeinbruch und so, also von daher, das ist halt so. Da müssen wir jetzt, das dürfen wir mitleben und das wollen wir ja auch, denn das ist ja in diesen Breitengraden ganz üblich. Apropos Breitengrade, die Bauchspeicheldrüse, die liegt ja so ziemlich in der Mitte unseres Körpers, ne? Also quasi so, wenn man so misst, so ungefähr kommt das ja hin, auch so in der Nähe des Herzens. Ja, im oberen Bauchbereich, genau. Ne? Ja. Hier so, genau. Wo man sagen kann, das ist der Äquator des Körpers. Mhm. Und ja, genauso wichtig ist sie aber auch, denn der Name sagte schon Bauchspeicheldrüse. Sie produziert eine Art Speichel. Und der Name, der ist deswegen das gleiche wie der Speichel, den wir im Mund haben. Denn der Speichel im Mund beginnt bereits mit der Verdauung. Und im Mund werden Botschaften an die Bauchspeicheldrüse gesendet. Da kommt jetzt das und das. Da musst du dit und jenes zurecht machen. Die Enzyme oder die Säure oder das oder jenes. Übrigens, by the way, was mir gerade einfällt, deswegen ist Süßstoff auch gar nicht gut, weil das System meldet, es kommt süß. Die Bauchspeicheldrüse produziert Enzyme für Zucker zu verdauen. Da kommt aber irgend so ein chemischer Kram und damit kann sie nichts anfangen. Dann ist erstens das Falsche im Bauch gerade drin, plus dieses komische Süßstoffzeug, auch falsch und kann nur dummes Zeug anrichten. Überlegt euch also gut, wie ich das gemacht habe. Ich gehe mal mit Beispiel voran. Ich habe dann irgendwann entschieden, lieber weniger, dann aber den Kaffee mit normalem Zucker zu nehmen, damit er wenigstens dann der Körper weiß, wat küt, wie wir hier im Norden so schön sagen. Wat küt, genau. Genau. Ja, die Bauchspeicheldrüse, die hat wirklich eine mega wichtige Aufgabe. Und Otto, was hast du denn zur Bauchspeicheldrüse für uns noch für Informationen herausgefunden? Also wenn wir jetzt noch in dem organischen Bereich bleiben, hast du schon fast alles gesagt. Ganz toll. Also es ist wirklich so, dass da die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette im Darm gespaltet werden. Und so ist eine ganz bedeutende Rolle für die Verwertung der Nahrung hat. Und noch diesen anderen Punkt, das ist dieses Hormon Insulin, ist ja ganz wichtig für diese Regulierung des Blutzuckers und das spielt da auch eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn wir dann jetzt noch einen Schritt weiter gehen, jetzt sind wir also ganz in der Nahrung, ganz in diesem materiellen Bereich noch geblieben. Und das ist ja immer das Interessante, wenn ich mich verbinde mit einer Lebensmusik und auch mit diesen Organwesen, wie hier jetzt mit dieser Bauchspeicheldrüse, dann bekommen wir nochmal Informationen, da darüber hinaus noch eine ganz wichtige Rolle spielen, also oberhalb dieser materiellen Ebene. Und da, wenn man da so ein bisschen recherchiert, ich mache das ja immer so, dass ich erst die Musik mache, wirklich schaue, dass ich so frei wie möglich bin, auch nicht vorher recherchiere, sondern mich einfach einlasse und sage, ich bin ein ganz freier Kanal und ich möchte schauen, welche Botschaften dann kommen und welche Musik da durchfließt und gehe dann danach erst in die Recherche, um einfach mal zu schauen, was gibt es denn da noch so zu finden. Und da ist immer wieder, taucht es auf, dass die Bauchspeicheldrüse einen ganz großen Einfluss hat auf diesen Blutzuckerspiegel und der wiederum einen großen Einfluss auf die Psyche hat. Und da werden wir gleich noch zwei Fragen dazu stellen und dann schauen, was wir dann nach der Musik, wie die Botschaften darauf eine Antwort geben. Ja, dann ist ja die Bauchspeicheldrüse wirklich ganz essentiell, nicht nur fürs Leben, sondern auch fürs Überleben. Denn sie sorgt ja dafür, dass genau das richtige Gemisch in den Darm kommt, damit das Essen, was wir essen, durch die Enzyme und das, was die Bauchspeicheldrüse noch alles produziert, so aufgespalten wird, dass der Darm es wiederum verdauen kann. Ja, genau. Und wenn wir jetzt nochmal bei diesem Thema Zucker reingehen, da möchte ich jetzt wirklich mal an jeden, der hier jetzt zuschaut, die Frage stellen, weil es mir persönlich so geht und ich weiß, dass ganz viele Menschen damit auch ein Thema haben.
Warum essen wir denn so viel Zucker? Vielleicht schafft es der ein oder andere weniger zu machen, aber was ist denn der Hintergrund? Und wenn wir diese Frage, da bleiben wir jetzt wieder auf dieser rein materiellen, organischen Ebene, und jetzt gehen wir ein Stück höher und stellen uns die Frage, was ist denn eigentlich die Süße des Lebens? Du hast es ja so schön ganz am Anfang gesagt, Andrea, die Süße des Lebens. Und das sind jetzt zwei so ganz wichtige Fragen, die wir unserem höheren Selbst auch stellen dürfen, weil manchmal schaffen wir das gar nicht, über den Kopf und über die Gedanken hier Antworten zu finden. Und deswegen freue ich mich dann, wenn wir nach der Lebensmusik hier auf die Botschaften eingehen. Und dann können wir nochmal ganz intensiv auf diese zwei Thematiken eingehen. Ja, diese Zuckersucht, die wird ja teilweise im Enddarm produziert. Das ist ja ganz am Ende des Dickdarms, sind ja bestimmte Bakterien, die noch so versuchen, den letzten Rest aus der Speise rauszuholen. Und wenn die regelmäßig mit Zucker versorgt werden, dann wollen die natürlich immer mehr haben. Das heißt, das ist dann der berühmte kleine Hunger oder abends dieser Süßheißhunger, der dann mal durchkommt. Und ich mache gerade so einen Selbsttest, indem ich mal auf alles oder fast alles Zuckerhaltige verzichte. Also man entdeckt ja dann erst, wenn man auf diese Bestandteile der Nahrung guckt, wo überall Zucker drin ist. Da kriegst du ja fast die Krise. Also es lässt sich fast gar nicht komplett vermeiden, aber man kann es ja mal so wirklich runterfahren. Und das mache ich jetzt schon seit, sagen wir mal, 2 Wochen ungefähr. Und das Interessante ist, dass der abendliche Japp nachgelassen hat. Es kommt noch mal ein kleiner Japp, der kann aber ruhig was Herzhaftes sein, der ist nicht mehr auf Süßes. Das ist spannend. Also ich habe ja was Süßes da. Ich könnte also jederzeit in die Bonbonkiste greifen. Aber da ich diesen Versuch ja nun streng wissenschaftlich durchführe, klappt das super. Nein, brauche ich nicht. Und in letzter Zeit sehe ich die Bonbonkiste fast gar nicht mehr. Habe auch gar keinen Japp mehr da drauf. Also das ist echt wow, muss ich sagen. Das darfst du auch mal zu Hause. Probier das einfach mal aus. Ne? Dass du möglichst viel Süßes weglässt. Am besten alles, wenn es geht. Wenn du dann irgendwas hast, was du auch morgens schon herzhaft essen kannst. Ne? Klappt manchmal nicht bei mir immer so, aber naja. Trotzdem, das funktioniert auch dann, wenn man es ganz stark reduziert. Das finde ich ja jetzt sehr spannend, Andreas, dass du hier von deinem Selbstversuch sprichst, weil das ja genau die Thematik jetzt von unserem Interview ist. Also mir scheint es so, als wenn du vor 14 Tagen schon gespürt hast, ich glaube, wir haben gar nicht genau gesprochen, welches Thema wir heute anschneiden, weil es ist ja so, da tauche ich ja immer ein und gehe in diese Thematik rein. Da warst du schon mit dem Quantenfeld und hast dich jetzt optimal vorbereitet. Und ich wünsche jetzt allen, die jetzt hier zuschauen, einfach ein wunderbares Eintauchen in die Lebensmusik und in diese ganzen Schwingungsinformationen, die hier über die Musik reinfließen. Thank you.
Ja, diese Musik, die ist ja genauso mal lebendig und mal wieder etwas ruhiger, so wie unsere Bauchspeicheldrüse eigentlich auch gerade so wirkt. Das heißt, wir haben gegessen, da ist sie richtig in Action und jetzt gerade sitzen wir hier vor der Kamera oder vor den Kameras und jetzt kann sie langsam wieder etwas zur Ruhe kommen. Da hat sie auch eine kleine Pause wieder. Otto, jetzt wird's spannend. Du hast mir zwar die Botschaften schon geschickt, ich habe aber noch nicht reingeguckt, weil ich einfach zu gespannt war auf die Naturaufnahmen, die ich rausgesucht habe und habe eben alles vorbereitet. Jetzt geht's los, die Botschaften. Ja, tauchen wir jetzt ein in die erste Botschaft, die ich kurz nach der Musik empfangen durfte. Koste alle Facetten deines Daseins aus. Und geh auf Entdeckungsreise sowohl in deinem Innenleben als auch in der Fülle der Außenwelt. Und ich muss jetzt schmunzeln, wahrscheinlich hat man es gesehen, weil das erste Wort Koste heißt, jetzt wird es mir erst so richtig bewusst, also was wir auskosten dürfen und hier koste alle Facetten deines Daseins aus. Also wirklich in einen Bereich reingehen, der hier jetzt nochmal eine ganz andere Wahrnehmung von unserem Innen- und Außenleben betrifft. Und das finde ich eine spannende Botschaft, aber es geht ja noch weiter. Es kommen noch zwei weitere Botschaften, die aufeinander jetzt folgen werden. Aber das hat mich jetzt selbst nochmal so richtig, richtig begeistert, dass hier diese Wortwahl, jedes einzelne Wort seine Berechtigung hat. Und ich habe noch was zum Lachen dazu, denn mir kam gleich dann, koste die Süße des Lebens aus, koste es, was es wolle. Ja, und das ist genau die beste Überleitung zur nächsten Botschaft. Echt jetzt? Also, ich merke schon, die Musik ist total lebendig, also auch der Anfang total voller Freude. Und deswegen freue ich mich jetzt auch auf die zweite Botschaft. Halte nichts mehr zurück und werde zum Abenteurer deines eigenen Lebens. Denn du bist hier, um die Reichhaltigkeit deines Seelenausdrucks zu erfahren. Koste es, was es wolle. Genau. Nichts mehr zurückhalten. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier auf diese Botschaften wirklich hier ganz mit unserem Seelenbewusstsein eintauchen und der ein oder andere vielleicht gerade ein Thema hat mit der Bauchspeicheldrüse oder einfach sagt, nee, ich möchte kein Thema haben, dann ist es die beste Empfehlung hier im Leben, wirklich nichts mehr zurückzuhalten. Wir sind oft so verhalten in allem, was wir tun. Wir wollen alles kontrollieren, alles runterbrechen. Wir trauen uns nicht wirklich mal laut zu lachen in der Gesellschaft, weil wir dann schon wieder das Gefühl haben, oh, was denken die anderen? Wirklich nichts mehr zurückhalten, Abenteurer werden, Dinge auch mal ausprobieren, wo wir schon lang machen wollten. Und das alles tut unsere Bauchspeicheldrüse und tut diesem ganzen Mechanismus, weil die Frage war ja vorhin, warum möchte ich so viel Zucker essen? Ja, warum? Weil ich ja meistens dann da sitze, nichts tue, nichts erlebe und dann das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt viel Schokolade und viel Süßes esse, dann habe ich wenigstens, so wie du es vorhin gesagt hast, am Abend kommt er ja dann immer, dann habe ich wenigstens da noch etwas erlebt, vielmehr mein Körper hat etwas erlebt. Ich glaube, wenn wir wirklich den Tag so gestalten, dass wir Abenteurer sind, dann haben wir gar nicht abends noch das Gefühl, jetzt noch irgendwas zu brauchen, weil wir so erfüllt sind und einfach so zufrieden auch einschlafen können. Und von daher gesehen ist es eine wunderbare Botschaft. Und es gibt noch eine dritte Botschaft, die das Ganze, ich will sagen, nicht gerade toppt, aber noch mal weiterer Schlüssel ist. Genau. Quasi abrundet. Ja, genau. Na denn? Na denn. Vertraue auf dein Bauchgefühl und tanze mit deiner Eigenliebe
den Tanz des Lebens. Und da stecken zwei Wörter drin, die ich für mich persönlich sowas von essentiell empfinde. Unser Bauchgefühl, davon wird so viel gesprochen, aber meistens kommt ja schon wieder der Kopf und bewertet es. Nehmen wir das Beispiel, ich bin in einer Gesellschaft und da macht jemand wirklich einen super schönen Witz und ich habe Lust, laut zu lachen. Dann sagt mein Bauchgefühl, ja, lass es raus, lache. Und wenn ich jetzt eben nicht mehr kontrolliert das eindämmen will, dann kann ich laut lachen. Und diese Eigenliebe, das ist für die Bauchspeicheldrüse eigentlich so die Essenz. Weil durch eine hohe Eigenliebe sind wir ja auch dann fähig zu sagen, okay, was tue ich da eigentlich? Warum esse ich jetzt zwei Tafeln Schokolade am Abend? Ich weiß doch, dass es mir nicht gut tut. Ich habe vielleicht Sodbrennen in der Nacht und ich kann nicht richtig schlafen. Also da auch mit der Eigenliebe, nicht mit dem Kontrollmechanismus, sondern mit der Eigenliebe rangehen, wie du es vorhin schön gesagt hast, Andreas, ich mache jetzt einfach mal so eine wissenschaftliche Studie für mich, mein Körper. Ich will mal wissen, wie fühlt es sich denn an, 2 Wochen, 3 Wochen einfach mal komplett auf Zucker zu verzichten. Und das finde ich toll, das einfach mal auszuprobieren. Da bist du Abenteurer deines eigenen Gesundheitslebens. Toll. Ja, ich mache sowas ganz gerne mal, so verschiedene Dinge ausprobieren. Mal gucken, was als nächstes kommt. Aber was ich interessant finde, ist das, was du auch sagst, weil ich habe das angefangen, obwohl ich ja wusste, dass wir Bauchspeicheldrüse machen, das hattest du mir gesagt, aber ich habe die Verbindung überhaupt nicht gehabt von Bauchspeicheldrüse zu Zucker. Überhaupt nicht. Ich wusste, wir machen das. Das war ein Wort, was im Kalender stand. Sonst nichts. Und das habe ich einfach aus einem ganz anderen Grund, weil ich was über Darm gelernt habe, eben weil die Bakterien, die den Zucker wollen, im Enddarm sind, habe ich auch so, Leute, und das wollen wir doch mal sehen. Ihr kriegt jetzt erstmal gar nichts mehr. Das war so die Motivation, warum ich damit angefangen habe. Und das war parallel im Feld, wie du gesagt hast, so vorhin. Also das ist echt genial, wie das dann wirklich funktioniert. Ja. Ja, und das ist jetzt eben auch das Schöne, weil wenn wir das Feld ansprechen und wirklich in die Lebensmusik tief eintauchen. Das heißt, ich empfehle ja auch immer 28 Tage lang in diese Musik einzutauchen. Dann sind auch alle Frequenzinformationen, auch die Botschaften, die jetzt hier durchfließen und alles andere, was wir heute gar nicht ansprechen können. Das ist oft eine Fülle an Frequenzinformationen, die dann durch die Musik in unser System, in unsere Zellen fließt und auch durch diese Kontinuität, also 28 Tage eben empfehle ich, das intensiv zu tun. Und es ist ja wunderschön, einfach diese 15 bis 20 Minuten sich Zeit nehmen und einfach eintauchen. Und nach diesen 28 Tagen kann man dann ja auch das mal ganz ruhig nebenher laufen lassen oder auch mal zur Hausarbeit einsetzen. Und wenn man das tut, dann kommt man automatisch in diesen Kontakt, der Süße des Lebens, über die wir jetzt so gesprochen haben. Und das ist einfach eine schöne Erfahrung. Definitiv, ja. Übrigens, wenn du diese Musik haben möchtest, hast du sogar 2 Möglichkeiten. Du kannst sie dir entweder bei Otto direkt als Wave-Datei runterladen. Wave deswegen, weil da sind dann alle Frequenzen drin, höchste, beste Qualität. Ja, die ist ein bisschen größer, die Datei, aber es ist ja nur eine Lebensmusik. Oder wenn du mehrere nimmst, sind es halt nur diese paar Lebensmusiken, die du ja für dich selber, für deinen Körper, für dein System brauchst. Und die haben dann schon mal Platz auf deinem MP3-Player. Solltest du sie konvertieren müssen in MP3, weil dein MP3-Player keine Wave-Dateien hat, dann nimm einfach diese Einstellung hohe Qualität oder auch 320 Kilobit pro Sekunde. Da ist es dann annähernd so wie Wave, da ist es nur ein ganz klein bisschen komprimiert. Übrigens kannst du dann bei Otto auch die CD bestellen. Da ist dann diese wunderschöne Lebensmusik drauf. Das gilt übrigens für alle Organe. Schau dir das einfach auf Ottos Webseite an, wie auch zum Beispiel die wunderschöne Musik zum Herz, die wir ja letztes Mal hatten. Das empfehle ich dir auch, denn für unser Herz, da dürfen wir alles machen, was gut ist. Denn unser Herz brauchen wir für alles, denn es ist sowohl für das organische Herz als auch für das energetische Herz. Genau, und weil wir Abenteurer des Lebens sind, sind alle diejenigen, die jetzt zuschauen und vielleicht auch schon
bisherige Videos über diese Organe und Körperlebensmusiken kennen, die uns schon ein bisschen verfolgen, werden wahrscheinlich sehen, dass sich jetzt das Design verändert hat, weil ich gerade dabei bin, ein komplettes neues Design zu gestalten für alle die Produkte. Und heute erscheint jetzt das erste Mal jetzt ein neues Design. Also deswegen nicht wundern, weil das andere mehr blau war, das ist jetzt mehr türkis. Mich freut es, auch hier, einfach auch hier in diesem Fluss des Lebens zu sein und auch immer wieder neue Ideen zu entwickeln. Und da hat sich dieses neue Design entwickelt. Die Veränderung ist das, was uns immer gewiss ist. Ja, genau. Begleitet uns. Ja. Ja, Otto, hast du abschließend noch eine kleine Botschaft für unsere Zuschauer? Vielleicht für die Bauchspeicheldrüse? Pankreas genannt? Pankreas genannt, ja. Da muss ich gerade an den Punker denken, aber das hat damit jetzt nichts zu tun. Aber vielleicht wirklich, weil ich weiß aus einer... Wer weiß, in der Bauchspeicheldrüse ist ja auch die Galle und das ist der Punker. Ja, genau. Also wer weiß. Ich denke auch hier Abenteurer sein und wer Lust hat, sich die Haare bunt zu färben, dann tut er das einfach. Und das finde ich schön, weil dann ist es ja auch toll zu schauen, wie so die Reaktionen der Außenwelt sind, wie dann mal angesprochen wird. Und das ist vielleicht so eine Botschaft, auch einfach Dinge tun, die jetzt ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Das wäre so meine Botschaft, ja. Ja, definitiv. Otto, hab ganz herzlichen Dank wieder, dass wir das heute so schön haben machen können. Dir herzlichen Dank, dass du dich dafür interessierst, dass du bei uns warst, dass du dir das angeschaut hast. Schau mal oben in der Ecke auf dem Computer, muss ich jetzt dazu sagen. Wir haben neulich ein bisschen rumprobiert. Da siehst du das i oder in dem Moment, wo es kurz eingeblendet wird, siehst du es auch auf dem Handy. Da kannst du dann mal draufklicken und dann hast du die Playlist mit all diesen wunderschönen Videos, die ich mit Otto schon aufgenommen habe. Oder du wartest einfach bis zum Abspann. Da erscheint dann in den letzten 20 Sekunden auch die Playlist. Da kannst du dann auch draufklicken und hast alle Videos, die wir gemeinsam aufgenommen haben, im Überblick direkt für dich gesammelt und kannst dir eins nach dem anderen anschauen und natürlich anhören. Schön. Beginnend mit der Lebensmusik, die Otto damals für mich selbst komponiert hat. Und da habe ich mich ja auch komplett geoutet dabei. Genau. Kann man so sagen, ne? Ja, ne? Ja, danke dir auch für deine Spende, die du mir hast zukommen lassen. Übrigens freue ich mich ganz besonders, wenn du hier unter dem Video auf Thanks klickst und mir somit die Spende zukommen lässt. Hat bestimmte Gründe, warum das der beste Weg ist. Ja, in dem Sinne wünschen der Otto aus dem Allgäu, ich hier aus dem Norden, dir wieder von Herzen alles Liebe.